Hallo liebe Kinder, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Liborius Kids. Heute, Jesus heilt einen Gelähmten und wie wichtig Freunde sind. Am See Genezareth liegt die Stadt Kapernaum. Dort lebte ein Mann, der war seit vielen Jahren gelähmt. Er konnte nicht gehen und auch nicht stehen. Er konnte nicht einmal seine Hände und seine Füße bewegen. Deshalb musste er immer auf einer Matte liegen. Und wenn er Hunger hatte, fütterten ihn seine Freunde wie ein kleines Kind. Wie gut, dass er Freunde hatte. Vier kümmerten sich um ihn. Eines Tages kamen seine Freunde angelaufen und riefen ganz aufgeregt: Hast du schon gehört? Jesus ist in der Stadt. Er soll Menschen wieder heil machen. Er kann auch dir ganz bestimmt helfen. Wie schön, dachte sich der Gelähmte. Vielleicht kann Jesus mir helfen. Aber wie komme ich bloß zu Jesus hin? Ich kann doch gar nicht laufen. Doch bevor der Gelähmte irgendetwas sagen kann, packen seine Freunde seine Matte und heben ihn hoch. Wir tragen dich und bringen dich hin, rufen sie. Die Freunde schleppen den Gelähmten auf seiner Matte durch viele Straßen und Gassen der Stadt. Schließlich erreichen sie das Haus, in dem sich Jesus gerade aufhält. Doch da ist nun bereits das nächste Problem. Das Haus ist überfüllt. So viele Menschen wollen Jesus hören und sehen. Sie stehen heraus bis auf die Straße. Überall drängeln sich die Menschen. Wie kommen sie da mit ihrem Freund auf der Matte bloß ins Haus hinein? Macht Platz, rufen die vier. Wir wollen zu Jesus. Unser Freund hier ist krank und braucht Hilfe. Aber niemand hört auf sie. Da schauen sich die Freunde um und entdecken eine Leiter, die rauf aufs Dach führt. Sie steht außen am Haus. Sie haben eine Idee. Sie klettern die Leiter hoch und nehmen ihren gelähmten Freund mit. Oben auf dem Dach angekommen, fangen sie an, es abzudecken. Schindel für Schindel tragen sie ab. Ein Loch entsteht, und nun können sie sogar schon runter ins Haus gucken. Sie sehen Jesus. Er steht genau unter ihnen. Er spricht zu den Menschen, die sich dicht um ihn drängen. Vorsichtig machen die vier das Loch noch größer, sodass der gelähmte Freund auf seiner Matte durchpasst. Schließlich lassen sie ihn auf seiner Matte an Seilen langsam herab, bis er vor Jesus ankommt. Da wird es auf einmal still im ganzen Haus. Alle schauen gespannt auf Jesus. Und Jesus fragt den Gelähmten: Willst du gesund werden? Der Gelähmte antwortet: Ja, gerne, ich möchte wieder laufen können. Da antwortet ihm Jesus: Dann steh auf, nimm deine Matte und geh. Sei gesund. Und auch deine Sünden sollen dir alle vergeben sein. Zögernd richtete sich der Gelähmte auf. Es ging. Er bewegte die Arme und die Beine. Auch das ging. Er fasste allen seinen Mut und seine Kräfte zusammen und stand auf. Und auch das ging. Wie glücklich war er und wie dankbar. Jesus hatte ihn geheilt und seine Freunde hatten ihm dabei geholfen. Der nun gar nicht mehr Gelähmte nahm seine Matte und bahnte sich seinen Weg nach Hause. Er konnte noch gar nicht fassen, was geschehen war. Aber überglücklich war er, das stand fest. Und alle, die das gesehen hatten, waren voller Staunen. Und die Menschen lobten Gott und Jesus für das, was er getan hatte. Wie gut, wenn man Freunde hat. Das hat der Gelähmte erlebt.
Und das wissen wir auch. Freunde helfen. Freunde können alles miteinander teilen. Mit Freunden kann ich gestärkt durchs Leben gehen. Ich wünsche euch, dass ihr auch viele gute Freunde habt, weil das wichtig ist, gerade in Zeiten wie diesen. Ich möchte beten. Guter Gott, wir danken dir, dass es Freundschaft gibt. Wir danken dir dafür, dass wir selber Freundinnen und Freunde haben. Menschen, denen wir alles erzählen können, mit denen wir alles teilen können. Das, was uns bekümmert, was uns Sorgen macht, wovor wir vielleicht sogar Angst haben. Aber auch das, was uns freut, was uns Spaß macht. Freunde sind so wichtig fürs Leben. Gott, wir danken dir auch dafür, dass du selbst wie ein guter Freund zu uns bist. Dir können wir alles sagen. Mit dir können wir alles teilen. Du bist an unserer Seite, treu und verlässlich, wie ein guter Freund oder eine gute Freundin. Wir bitten dich, Gott, für die vor uns liegenden Sommerferien, für den Urlaub, in den wir vielleicht fahren, oder die Freizeit, auf die wir gehen. Gib, dass wir uns gut erholen. Gib, dass wir Spaß haben. Gib, dass wir wieder einmal etwas erleben können, was wir schon so lange nicht mehr erlebt haben. Und gib, dass wir alle gesund und wohlbehalten wieder nach Hause zurückkehren. So segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche euch alles Gute und freue mich aufs nächste Mal, wenn ihr wieder dabei seid bei den Liborius Kids.